Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Das Raketensilo ist gebaut. Jetzt müssen wir nur noch die Rohstoffe hier hinbringen. Und deswegen würde ich sagen, ich requeste hier mal Rocket Fuel. Machen wir 1000er von allem. Ist ein bisschen ungünstig, dass die Sachen unterschiedlich stacken. So, du machst Engines. Nein, nicht Engines. Control Units. Mache auch mal 1000er. Weil das wird hier. Die stacken auch nur bis 10, glaube ich, oder? Wir müssen so oder so warten, bis die ganzen Beacons dann auch noch aufgestellt wurden. Dann bauen wir Low Density Structure und Heat Schilde. Da macht man da was hin. Das kann weg. Gib mir mal Heatschilde. Ein 1000er. Und du gibst mir Low Density Structures. Die stacken auch nur bis 10. Auch ein 1000er. Als letztes brauchen wir noch die Rocket Engines. Ich werde die mal hier hinbauen. Engines. Auch ein 1000er. So. Weil wir brauchen ja von allem 10 im Endeffekt. Von dem her denke ich, passt das. Das wurde bereits geliefert. Ups. Das war eins zu viel. Symmetrisch ist es jetzt nicht, aber. Das soll nicht so schlimm sein. Okay. Ja, läuft doch einigermaßen. Das ist für euch. Das ist für dich. Und natürlich brauchen wir hier Strom. Für das Silo. Und ich will auch Licht haben. Oh, da sind die Density Structures. Die Density Structures. Wo baue ich die nochmal? Meine. Ne, das sind die Heatschilde. Hä? Hier. Ich glaube, die Produktion da ist wahrscheinlich auch etwas dürftig. Aber es wird so oder so das Bottleneck werden, die. Das Bottleneck werden die. Der Treibstoff sein. Oh, warte mal, das ist hier. Das ist nicht so schön. Wir können zumindest versuchen, ein bisschen Symmetrie zu wahren, nicht wahr? So, sehr schön. Wenn ich das dann alles noch richtig setzen könnte, dann würde das auch wunderbar klappen. Yay, wir können Rocket Parts herstellen. Und davon brauchen wir 100 Stück, gesamthaft. Das geht sogar relativ schnell, also das Ding wird durch diese Sachen durchflitzen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Prozent. In der Zwischenzeit werden wir uns um den Satelliten kümmern. Ja, das seht ihr, das ist... das wird nie und nimmer klappen. Weil wir müssen ja einen Satelliten abschießen. Wir können den auch herstellen. Wir haben Radare 5, wir haben Rocket Fuel, wir haben keine Silber-Zink-Batterien, wir haben Rocket Control Units und wir haben Low Density Destructions, wir haben keine Radio Thermoelectric Generators. Okay. Ich würde sagen, gehen wir erstmal. Schauen wir uns erstmal die Thermoelectric Generators an. Die brauchen. Oh yes. Das wird ein Spaß. Die brauchen Plutonium 239. Haben wir nicht. Dann schauen wir uns die Silber-Zink-Batterien an. Die brauchen Silberoxid. Haben wir nicht. Zinkplatten haben wir nicht. Sodiumhydroxid haben wir und Plastik haben wir ebenfalls. Das heißt, wir müssen uns um Zinkplatten kümmern und Silberoxid.
Okay. Lass uns das angehen. Machen wir erstmal die Zinkplatten, weil ich glaube, die waren relativ einfach. Wo wird... Muss ich mal kurz gucken. Wo wird Brass aufgesetzt? Hier drüben. Weil da ist ja auch Zink am Start hier, ne? Da ist auch Zink am Start. Heißt... Schauen wir uns... Zinkplatten an. So, Zinkplatten kommen natürlich aus Molten Zink. Kommt aus Zink-Ingots. Und Zink-Ingots haben wir eigentlich schon gemacht. Ne? Im Prinzip ist es einfach nur eine Standardschmelze. So ein Ding. Hier dazwischen pappen. Okay, Induction Furnace ist 3. Das ist ungünstig. Wird hier... Warte mal, du machst... Nein, du machst... Damn it. Du machst 3, 4... 3, 4. So. Dann kannst du das upgraden direkt. Okay, wir hatten noch ein bisschen was. Nanobots, macht euer Werk. So, Casting Machines 4 und Induction Furnaces 4. Die sind... Ja, wo sind die denn? Hier. So, fantastisch. Das können wir, das Rezept können wir ändern. Und zwar in... Molten Zink. So, dann hier drüben noch. Dankeschön, Jungs. Erste Vorkommen. Warum werden die Casting Machines nicht platziert? Hä? Wir haben Nanobots. Wir haben Casting Machines. Oh. Irgendjemand hat hier Construction Range? Du hast doch keine Construction Range. Hä? Warte mal. Nee, du hast keine Construction Range. Du bist einfach nur... Du bist eine Charging Station. So, da sind wir wieder. Bitte entschuldigt. Es hat an der Tür geklingelt und ich musste... zwei Stockwerke runterrennen. Ein Paket in Empfang nehmen. Deswegen bin ich ein bisschen außer Atem. Okay, warte mal. So, es ist ein bisschen symmetrischer. Okay, gute Sache. Jetzt ist die Frage, wir müssen hier noch einen roten Belt mit Zink reinbringen. Und ich brauche mehr rote Belts. Man braucht immer rote und gelbe Belts. Selbst so spät im Spiel noch. Die Moral der Geschichte. Moha. So. Das ist der da. Jetzt muss ich das Nickel und Kobalt wieder loswerden, ne? Das müsste doch eigentlich... Ach Gott, ey. Will er nicht so, ne? Das ist der Nachteil, wenn man das mit Loadern aufsetzt, dann kann man das Zeug irgendwie nicht so richtig da reinpappen. So, du müsstest eigentlich... Jo. Das reicht. Okay. Das funktioniert. Dich... Brauche ich dich? Nee. Eigentlich braucht es euch alle nicht, oder? Denke ich zumindest. Dich brauche ich auch nicht. Dann würde ich sagen, weg mit euch. Weg mit dir. Und das Ganze wird hier...
So gemacht. Kiste. Hier, bitteschön. Okay, das läuft. Jetzt muss ich hier meine blöden Barren wieder irgendwie loswerden. Warte mal, du bist doch Nickelchen. Da. Nickel haben wir schon mal raus. Du bist Kobalt. Sehr schön. Raus. In Ordnung. Das wäre die Produktion von Zink. Platten, die wir für unsere Batterien brauchen. Ich denke, wir machen einen neuen Produktionsblock für die Silber-Zink-Batterien. Denn, wo sind die denn? Hier. Ich hätte ganz gerne, versuchen wir mal einen roten, machen wir mal einen gelben. Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass das sonst wieder total überhand nimmt. Okay, das müsste kein Problem sein. 30 Sodiumhydroxid ist viel. Plastik ist kein Problem. Fehlt eigentlich nur noch das Silberoxid. Doch, das braucht auch nochmal Sodiumhydroxid. Meine Güte. Müssen wir dann vielleicht auch vor Ort herstellen. Was ist mit dem Silbernitrat? Okay, das kommt aus Processed Silver. Gibt's ein anderes Rezept? Aus Silberplatten und Nitrogendioxid. Huh. Das braucht Nitric Acid. Beides, das macht, gibt uns 12, das gibt uns 1. Das ist eine 1:1 Relation. 5 Sekunden Crafting-Zeit erscheint mir sehr viel für ein einzelnes Produkt. Nur bei Nitrogendioxid wahrscheinlich einfacher herzustellen ist als Nitric Acid. Weil Nitric Acid braucht. Braucht eigentlich nur Nitrogendioxid. Es kommt auch selber raus im Endeffekt. So wie mir scheint. So, was ist mit euch Jungs los? Warum wird hier nicht so produziert? Woran mangelt's? Schwefelsäure. Stimmt. Da haben wir ja dieses Doppel-Setup. Einmal die keine Schwefelsäure brauchen und einmal die dann die Schwefelsäure brauchen. Die allerdings eher etwas Mangelware hier ist. Von dem her, ach, das passt schon so. So, Silber. Wo waren wir stehen geblieben? Ich denke, wir nehmen das Rezept. Ich denke, wir nehmen dieses Rezept. Das ist natürlich, ne? Dasselbe wie immer. Silbernitrat. Gibt's von dem Ding irgendwie. Warte mal. Ich mach die nochmal weg. Ich will gucken, ob es hier noch. Es gibt keine Alternativrezepte für Silberoxid. Molten Silber gibt uns Silberplatten. Die werden wir dann auch direkt herstellen. Sodium Silbercyanid. Na, fantastisch. Oh, produziert aber Sodiumhydroxid. Würde Sodiumhydroxid produzieren. Silberkathoden. Und dann die Barren. Die bringen uns aber leider nicht wirklich viel. Die Barren können wir einfach dann zu Silberplatten zusammenschmelzen. Das wollen wir zwar auch, aber primär brauchen wir ja dieses Silbernitrat. Guck mal, es gibt hier tatsächlich nur ein einziges Rezept hierfür. Das geht aus Processed Silver vor. Okay. Ich glaube, wir hatten Platz reserviert für Silber. Neben dem Gold. Und zwar links oder rechts? Hier, oder? Silber kommt vor Gold. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ach, das ist Goldcyanid. Guck mal eine an. Das da wird das da rausgefiltert.
Aber es ist leer. Haben wir überhaupt noch? Ja, wir haben 45k davon. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das noch produziert wird, aber wir haben das an einigen verschiedenen Orten. In Ordnung. Was brauchen wir? Wir brauchen ein paar Ore-Processors. Zwar, ich glaube, das waren sogar... Schau mal eine an. Zwei Stück, die wir genau im Inventar haben. Ist das nicht toll? Haben wir Silber als Erz aufgesetzt? Ich hoffe ja, ansonsten wird das ein bisschen eine größere Geschichte. Iron, Silber. So, gerade mal kurz gucken. Wo ist Silber? Das hier, ne? Ja. Bis hierhin. Wie weit brauchen wir es? Noch ein bisschen weiter. So. Geht da durch. So, alles hier. Man sieht teilweise nicht, was schon gebaut ist und was noch gebaut werden muss. Das da ist noch ein temporäres Ding. So, bis, ja, noch ein bisschen weiter. Okay, wir haben es hier schon einigermaßen gut abgemessen. Guckt euch das mal an. Da haben wir Vorarbeit geleistet. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist ein Wunder. Es ist ein blankes Wunder. Ja, ich denke mal, bring das hier irgendwo hoch. Ups. So. Dann müssen wir, was ist das hier? Ein Fast Transport Belt. Dann werden wir hier das Titanium tunneln und direkt wegschmeißen. Weil ich das sonst Ewigkeiten im Inventar behalten werde. So, dann reicht Violett? Nicht ganz. Gucken wir mal, ob Grün reicht. Reicht Grün? Auch nicht. Damn it. Okay, dann machen wir es so. Da reicht Violett. So. Das ist unser Silber. Wir nehmen hier Stackies. Und dann brauchen wir hier Nitric Acid. Das war... Sulfuric Acid haben wir nicht am Start. Sonst wäre das ein bisschen einfacher. Das ist, wir nehmen wieder dieses Rezept mit dem Dioxid. Das Dioxid kam vom Monoxid. Und das Monoxid kam von Ammoniak. Sodiumnitrat. Kriegen wir Sodiumnitrat hier irgendwo her? Nee. Müssen wir echt nochmal eine Ammoniakproduktion aufbauen oder was? Uff. Das ist ärgerlich. Oder wir können auch einfach sagen, dass wir das Zeug barreln. Ich möchte keine Barrels hier rüberbringen. Auch keine Kanister oder sonst irgendwas dergleichen. Was mit dir? Du hast zu wenig Sauerstoff? Was? Echt? Weil die hier nichts produzieren. Woran liegt das? Zu wenig davon? Ammoniak fehlt. Ammoniak ist leer, weil die Jungs keinen Wasserstoff haben, weil die Jungs kein Purified Water haben, weil die ihr Saline Water nicht rauslegen können. Okay, verstehe. Saline Water Problem.
Wir haben hier noch ein paar Clarifier. Lasst uns da mal 3 davon hinbauen. Tut mir leid, wir sind jetzt gerade wieder ein bisschen gesidetracked. Habe ich nur eine Overflow Valve? Nein, habe ich nicht. Und es fehlen auch wieder an Boards. Gib mir mal ein paar davon. Nicht zu viele. Nicht zu viele, sonst ist das Inventar nachher wieder am Arsch. Da, wo bist du? Da. Okay. Gut, die laufen alle. Heißt, hier wird wieder produziert. Noch nicht. Was ist hier eigentlich los? Das Chlor ist voll. Der Chlortank ist auch voll. Haben wir doch keinen Flare Stack? Haben wir nicht. Wegen dem da. Dann flare das vielleicht da weg. So. Okay, ich glaube, das passt. Jetzt können die auch wieder produzieren, weil das ist sonst ein bisschen unbefriedigend. Weil die fressen das Saline Water weg und die hier müssen produzieren. Okay, läuft alles wieder. Das ist, glaube ich, eine dauert einfach ein Weilchen. Ja, wie kriegen wir hier die Nitric Acid hin? Das ist jetzt so die große Preisfrage. Zugstationen möchte ich jetzt hier keine aufbauen. Ammoniak geht eigentlich auch nicht, weil wir keine Red Metal Catalysts haben. Was haben wir hier? Oh. Wir haben tatsächlich hier eine Ammoniakproduktion aufgebaut. Wir haben es tatsächlich gemacht. Das wird plus eine Red Metal Catalyst. Wir haben alles aufgebaut. Wirklich absolut alles. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie kopieren können. Es wird ein bisschen groß werden, aber geht schon irgendwie. Vielleicht sollten wir das eher, warte mal, vielleicht sollten wir das eher irgendwie so machen. Nicht wahr? Gucken, was alles noch fehlt. Wahrscheinlich wird die Hälfte fehlen. Okay, Electrolyzer haben wir anscheinend noch. Sehr schön. Substation 3 ist outdated. So, das wurde auch gebaut. Na, nicht ganz. Es gibt noch ein bisschen was zu erledigen. Also, wir brauchen Bohren. Wir brauchen Airfilter. Gut, die vergesse ich immer, wo die sind. Da. Dann muss das hier noch zu Ende kommen. Ja, aber auch, dass alle Rohre fehlen. Okay. Haben wir. So. Was ist damit? Ach, der Wasserstoff wird verwendet. Okay. Verstehe. Verstehe, der Wasserstoff wurde hier verwendet. Beim anderen Setup. So, du kannst erstmal weg. Moment mal, Überlaufventil. Ansonsten machen wir hier gar nichts. So, der kommt dahin. Passt. Was fehlt hier noch? Ja. Wird produziert, das läuft. So, jetzt kommen da
kommt da ein Mixed Ore Belt rein. Heißt, wir ziehen das hier hoch. Eisen und Kupfer. Machen hier eine ordentliche Ammoniakproduktion vor Ort. So, was haben wir hier? Das sind normale Transport Belts. Okay. Gute, gute Sache. Oh, nein, nicht da drauf stehen. Damit. Ich verrutsche immer, Mann. Ach. So ärgerlich. Machen wir ein Zwischending. So. Das wäre das. Kupfer, dann Eisen. So, oder? Und jetzt nehmen wir das Ding da. Und es ist immer noch nicht lang genug. Okay, dann bleiben wir bei Lila. Wenn es so oder so nicht lang genug ist. Nein! Jetzt aber grün. Hier geht es. Hier bringt uns grün was. Ja, guckt euch das an. Wahnsinn. So, dann... Das ist für dich. Dann haben wir noch... Wo ist das andere? Da. Das ist auch für dich. Du brauchst noch... Ein paar von diesen Dingen. Gott, ey, wie viel haben wir? Gib mir einfach alle. Passt schon. Die werden wieder hergestellt. Keine Angst. So. Das läuft. Und du wirst jetzt Ammoniak produzieren. Fantastisch. Ammoniak reicht aber noch nicht. Wir brauchen dafür... Das da. Was? Oh nein. Du brauchst auch noch die Green Metal Catalyst. Ah, ärgerlich. Das war Aluminium und Silber, glaube ich, oder? Ja. Silber ist ja nicht so ein Problem, ne? Da darf man auch mal ein bisschen Freude haben. Da ist das Alu. Das hat einen weiten Weg vor sich. In Ordnung. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich habe 1000 Bells aufgenommen. Das war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Aber was soll's? Oh, aufgepasst. Tungsten ist da oben. Warte mal, können wir... Das können wir doch anders machen. So. Bitteschön. Und das können wir hier in die Red Metal Catalyst reinpappen. Und jetzt kann das Aluminium... Oh, was ist hier los? Ach. Ja, da wird was verbraucht. Ist nicht schlimm. Die... Moment, was zur Hölle ist das hier? Sanguinat. Ich dachte, das wäre Thoriumerz. Sagen wir, sieht ein bisschen ähnlich aus. Okay. Wir brauchen mehr Landfill. Hast noch was? Du hast noch was. Perfekt. Dass wir das Alu hier durchziehen können. Ja, das passt. So, bis hierhin, weil das ist das Silber. Haben wir irgendwelche Unterbrüche irgendwo, wo wir was fixen müssen? Sieht nicht so aus. Passt. Perfekt. In Ordnung. Das wird jetzt ein bisschen eine längere Episode. Ich will das jetzt nicht so lange hinziehen. Also, wir müssen
aus Ammoniak und Sauerstoff, der hier gewoidet wird. Was jetzt nicht mehr passiert. Nein. Oh, Plastik. So. Aus Ammoniak und Sauerstoff wird jetzt hier mit einem Chemical Plant. Ne, es geht nicht weiter. Okay, du machst mir dann bitte das hier. Ich denke, eines davon reicht, oder? Da auf jeden Fall, das sollte auch eins reichen. Ja, 1, 1, 1, passt. So. Dann brauchen wir den Sauerstoff. Wir brauchen so ein Ding. Das hier. Im Prinzip können wir das direkt hier hinbauen, oder? Du machst Green Metal Catalysts. Nicht wahr? Die leeren. Weißt du was? Ich schnapp mir hier nochmal einen Stack. Oder das klappt so. Die können wieder eingeladen werden. Gib mir. Wie viel haben wir hier drin? 400 ist ein bisschen viel. Gib mir mal die Hälfte. So, 100. So, dann du machst mir. Was brauchen wir? Vergiss es immer. Dioxid. Das da. Das für dich. Oh, na, das ist eher suboptimal. Das geht so nicht. Machen wir so. Okay. Sauerstoff hast du. Das andere hast du nicht. Silber würde ich sagen, machen wir irgendwie um den Dreh rum. Das da. Und gut ist. Das heißt, wir brauchen auf der Höhe das Alu. Ungefähr so. Dann gib mir grün. Und gut ist. So, passt. Alu läuft. Go. Ja, der kann die kleineren jetzt wieder nicht raus. Der kann die kleineren nicht rauslegen. Wobei, es ist nur eine Frage der Zeit. Nee. Damn it. Wir haben hier zu viele von denen. Hä? Okay, machen wir einfach mal weiter. Wir haben Dioxid. Jetzt brauchen wir noch Purified Water dazu. Und dann gibt das da. Purified Water sollte ja nicht so ein Problem sein. Einfach zack, bumm und läuft. Da haben wir die Säure, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir da nochmal zwei Camplants. Die wir genau haben. Ja, ich denke, das passt. Und ihr macht, wie heißt das Zeug? Silber? Das da, ne?
So. Dann machen wir jeweils einen Stack. Substation. Hier. Licht. Da kommt nur Säure raus. Warte mal, nein, das ist falsch. So müssen die sein. Weil hier muss noch ein Rohr dazwischen. Sonst geht das nicht. So. Läuft das alles? Nein, das läuft nicht. Warum nicht? Warum kannst du das? Warum wird das hier nicht rausgelegt? Und das kann nicht reingelegt werden. Hä? Da. Okay, du brauchst mehr. Kann ich das jetzt hier wieder reinpacken? Oder geht das, staut sich das dann wieder? Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Warum funktioniert das hier? Aber hier unten nicht. Warum nimmst du... Warum machst du nicht mehr? Verstehe ich gerade ehrlich gesagt nicht. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also, ach. So, bitteschön. Was ist, wenn wir das jetzt... irgendwie hässlich auf den Belt packen. Geht das dann? Und hier wieder hässlich reinpferchen. So. Okay, jetzt scheint das... einigermaßen zu funktionieren. Ja. Ich hoffe, dass das ist auch nach wie vor dann so. Was haben wir hier für ein Output? 15. Heißt eigentlich, gelb ist okay. Wir führen das hier durch. Das müsste dann... mit Sodiumhydroxid. Das muss auf... das muss oben angeboten werden. Okay. Das ist nicht notwendig. Fügen das hier erstmal dazu. Und das geht hier hoch. Bis da. Ach, hier haben wir eine Active Provider Chest. Okay, das ist... das erklärt einiges. Ja... das macht auch Sinn, weil das Zeug da weg musste. Deswegen ist das Sodiumhydroxid, das hier mal drin war, irgendwo wahrscheinlich in einem anderen Warenhaus. Kommst du? Ja. Okay. Läuft. Haben wir jetzt hier irgendwelche Staus? Ja, immer noch. Zu viele davon. Hä? Geht das jetzt? Ich bin mir echt ein bisschen unsicher. Ich pack die mal dahin, für den Fall, dass wir die später wieder brauchen. Aber es sieht so eigentlich auf den ersten Blick ganz vernünftig aus. Ja, ein Riesenrattenschwanz, weil wir halt hier wieder... Säure aus dem Nichts herstellen. Beziehungsweise aus ein paar Erzen natürlich. Es ist nicht ganz nichts. Aber gut, damit haben wir alles, was wir für die Silber-Zink-Batterien brauchen. Das heißt, die können wir dann in der nächsten Episode herstellen.
stellen. Ich denke. Wir packen die irgendwo hier dazwischen. Ich denke, das ist wahrscheinlich kein allzu schlechter Platz. Aber gut, meine Lieben, das war's erstmal mit dieser Episode. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir können das hier schon mal aufbauen. Dann können die Bots etwas daran arbeiten. Und ja, dann werden wir die Silber-Zink-Batterien automatisieren. Das wird hoffentlich eine tolle Sache werden. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, habt eine gute Zeit. Euer Northgate.